Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 27. Januar 2022. Und unser DAX, der guckt hier ganz kritisch, ob da nicht vielleicht noch was kommt von dem, was wir da gestern schon drin gesehen haben. Ähm, auf jeden Fall ein sehr interessanter Tag, den wir hinter uns haben. Berücksichtigt man, dass Donnerstage in der Regel die Tage der Woche mit dem meisten Handelsvolumen sind, dürfte das ein sehr interessanter Handelstag werden. Also, ich meine, wir haben jetzt hier schon ein paar Tage wirklich eingucken lassen. Ne? Also angefangen mit dem Montag. Äh, selbst selbst der, der Mittwoch, der hat hier seinen sein, sein Charme gehabt, ne? seinen Reiz irgendwo. Also ähm, schön hochgedreht, ähm, sogar deutlich hochgedreht. Also ich habe mir ja eigentlich sogar tiefer gesehen. Ich. Hätte gar nicht gedacht, dass er über die 270 geht, aber wir haben es so gesagt, wenn er über 270 geht, dann hoch, 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 hoch. So und Ende 55 war dann erstmal Sense, Feierabend. Hat auch ganz gut gepasst. Wir hatten im, im Verteiler bei uns auch da untergeordnet noch ein paar Muster, die da eigentlich schön reingespielt hatten. Ähm, haben es auch nicht auf den Punkt da gesagt, aber ein paar ein bisschen, ein bisschen vorher das hat er wahrscheinlich jetzt sich erstmal versucht runterzudrehen und dann auch im Rahmen von der Fett einfach nach unten arbeitet. Dann der 4,60 probiert, dann der 4,10 probiert und dann 3,50 und 2,70 nach unten abgräbt. So, und die 2,70, die hat er jetzt eben erwischt. So, das konntet ihr von gestern noch nicht wissen, außer, dass die nach oben ein Trigger wird. Die wurde jetzt von oben erstmal verteidigt und auch deutlich verteidigt, sichtlich verteidigt. Erstmal über 3,50 wieder zurück verteidigt. Das ist erstmal ganz gut. Ähm, aber das ist halt eine richtig fett Katze, die hier von der 5,50 runterdrohnt. Und die 5,50 ist halt eins der Grundmöglichkeiten, Großen rücklaufziele das zweite ist dann hier oben der bereich um 57 87 und ich sag mal von hier jetzt so ein schmacko äh, rote katze nach unten zu kriegen das macht den markt natürlich leicht jetzt zum donnerstag nach unten wieder weiterzuarbeiten. und zwar rein in die in den gap close hier der ist um 1,70 rum und auch noch mal tiefer ja also so ganz so kritisch ist es zum donnerstag nicht einfach weil sich donnerstage häufig zur seite entladen ähm, und einfach hin und her hacken, sodass ich gar nicht davon ausgehen würde, dass der überhaupt hier unten nochmal reingeht, so wie wir das gestern besprochen hatten. Ne? Ist dann hat man gesagt, wenn er unter 15.000 fällt, dann macht er hier nochmal einen Doppelboden. Das wird er zum Donnerstag nicht hinkriegen, das glaube ich nicht. Ähm, der wird eher in dem Bereich hier sich versuchen, irgendwo zu drehen. Irgendwo im Bereich um 15,100. Vielleicht hier an der 15,170. Fans ein bisschen früh. Ja, wenn er nach unten arbeitet, überhaupt, dann muss er dafür erstmal nach unten arbeiten. Ähm, aber unter 2,70 würde ich schon sagen. Ziel, nächstes Ziel dann hier dieser Gap Close um 15,170. Aber auch die 15,100, 15,50. Irgendwie hier so in dieser Volumenzone einfach. Ne, dass er sich hier einfach nochmal ein Bein reinstellt und dann wieder versucht hoch an die 2,70. Dann vielleicht sogar wieder zurück seitwärts raus und dann Freitag noch mal Katastrophe ähm, das fände ich ganz stimmig für bärische Szenarien auf der Unterseite Bullig, um obwohl ich zu spielen müsste eigentlich ähm, direkt direkt anspringen das dürfte gar nicht großartig auf der Unterseite sich rumprobieren jetzt zum und zum Donnerstag müsste eigentlich wirklich ähm, versuchen die 350 zum Start schon zu halten und äh, dann hoch, weiter, nächste Etappe Richtung 15600. Hier an dem Trigger schon mal ein bisschen vorschnüffeln. Der liegt genau bei 15600, das ist ja ein schöner Anlaufpunkt. Ähm, kurze Gegenreaktion wieder rein hier in dieses, in dieses Abendtheater ähm, um die, um die FED-Sitzung drumherum. Und dann von dort wieder aufdrehen und zack rein in die 57, äh, Das kann er sogar dann am Donnerstag auch erreichen, ne? das muss man dazu sagen. Und dann, dann wäre hier schon wieder gut neutralisiert im Chart halt. Ne? Also, das wäre für die Bullen interessant. Aber wie gesagt, dafür sollte er eigentlich nicht viel unten schnarchen. Also, äh, insbesondere nicht unter um 2,70. Der müsste, der müsste eigentlich auf dem Stand die Linie versuchen zu verteidigen, hier die 3,50. Und nach oben arbeiten. Ja, also, für diejenigen, die sich immer schwer damit tun, zu verstehen, was will der Martin mir eigentlich sagen. Es, er sagt mir, es kann steigen oder es kann fallen. Hängt damit zusammen. Ich weiß nicht, was passiert, ich habe keine Glaskugel. Ähm, ich kann das nicht wissen. Ähm, was ich mache, oder was ich gut kann auch, ist einfach bestimmte Abläufe im DAX wiederzuerkennen. Halt, ne? So eine Art, ich würde nicht sagen, fotografisches Gedächtnis, das wäre jetzt absolut übertrieben, weil ähm, diese Muster, die wir hier werten und sehen, das sind ja letztendlich definierte definierte Kenngrößen, die, wo es auch zig Bücher drüber gibt halt, ne? es ist halt einfach charttechnische Analyse. Was wir aber machen, ist halt bestimmte Szenarien aufzustellen und dann zu gucken, okay, früh wie befällt es sich denn, wie läuft es denn? Gestern haben wir gesagt, wenn er über 270 geht, dann geht er eben auch auf 350, dann geht da 410, dann geht da 550, so was hat er gemacht, ist über 270, dann muss man da nicht brachial anfangen, drin rumzushorten. Ne? Wenn denn die Analyse ist, wenn er über 270 geht, dann 350, 410, 550. So, und dann, dann, dann kann ich das für mich nutzen. Auch wenn wir gestern gesagt haben, wenn er nach unten arbeitet, dann da, 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 da. Aber wir haben auch gesagt, wenn er eben über 2,70 geht, dann so. Und so kann man hier am, am Donnerstag jetzt auch agieren, ne, dass man sich einfach sagt: Okay, ich lasse mich. Ich lege mich gar nicht fest für den Handelstag. Ne, Ich gucke einfach, okay, wie springt der an? Sehe ich eher bullisches Verhalten, wie jetzt zum Beispiel jetzt am Vortag dieses Überwinden der 2,70, was ja hier als bullischer Trigger sozusagen zu verstehen ist, oder sehe ich eher, eher negatives Verhalten? Arbeitet der mir von Beginn an unter 3,35 rum, dann ist das schon mal für einen bullischen Tag eher nicht so ganz optimal. Also, das heißt, ich sollte mich eher darauf fokussieren, wo kann ich vielleicht Shorts suchen? Ne? Machen wir vielleicht ein paar ähm, Reaktionsziele hier unten aus, wo ich kurze Longs probieren kann und so weiter und so fort. Ja, das heißt, wenn er Schwäche notiert, dann arbeite ich hier unten mit den Marken und den Zonen, ähm, sehe ich den stärker, suche ich, versuche ich die Longs mitzunehmen, hier oben rein in die 15.600, dort dann halt Teilverkäufe realisieren, Rücklauf abpassen, vielleicht Position wieder aufbauen, rein in die 750 traden. So würde ich rangehen. Ja, aber mir ist es bei vollkommen egal, was kommt. Ja, wichtig ist, wir haben einfach bestimmte Abläufe, die wiederholen sich im Markt immer, immer wieder, weil die Menschen immer wieder das Gleiche machen, weil die Maschinen immer wieder das gleiche machen. Ne? Und Deswegen, also es ist nicht immer identisch das gleiche, aber es ist, ähnelt sich sehr, 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 sehr oft. Ähm, wirklich brachial, also wirklich auch sehr, sehr, sehr ähnlich. Ja, und von daher sind das die zwei Szenarien, auf die ich mich einstelle. Na, die bullische und die bärische Variante. Und ich kann sie sehr gut an der 3,50 eigentlich trennen. Na, weil, wenn er unten raus will, dann hat er für mich nichts über 350 zu suchen. Na? Und will er unten, äh, oben raus, dann hat er für mich hier nichts. Unterhalb von 270 auf keinen Fall. Aber auch eigentlich nichts unter 3, 300, 320 zu suchen. Dann muss er die 350 nach oben anziehen. Dann klappt das auch. Ja, Gut, okay. Ich denke, Botschaft ist angekommen. Ja, es, es geht nicht darum, fällt er morgen oder steigt er morgen, sondern einfach, wo können wir Punkte verdienen? Wo können wir Geld verdienen? Ähm. Anhand bestimmter Reaktionsmuster, anhand bestimmter Bewegungsabläufe und so weiter und so fort. Und dafür sind die Marken, die wir hier jetzt besprochen haben, insbesondere der Gap Close ganz interessant, die 15100, 1550 ganz interessant, 15600 ist sehr interessant, als auch eben die Entscheidungszone im Bereich um 350, ob Long oder Short eher favorisiert werden sollte. Jetzt gucken wir noch in den Tagesschart rein. <laughs> Tagesschart ähm, steht gut gegen. Ich mache mal ganz kurz aus, dass man die zu sehen. Ist wieder im Band drin, ähm, hat sich Richtung 200 Taglinie vorgearbeitet die liegt auch bei 600, das ist ganz interessant. Also die wird zum sagt dann auf der Oberseite wahrscheinlich schon gut reagieren. Können wir vielleicht auch mal über einen Short nachdenken, um einfach ein paar Punkte von dort nach unten mitzunehmen. Und grundsätzlich wieder mal viele, viele Tagesgewinne wieder verkauft. Also ähm, wir haben im aktuell laufenden Jahr muss man so sagen, wirklich nur zwei Tage gesehen, die mal ihre Tagesgewinne halten konnten. Das war der und das war der. Alle anderen haben immer wieder die Tagesgewinne abgegeben. Auch der Tag jetzt schon wieder die Tagesgewinne abgegeben. Das sieht nicht so gesund aus, halt, ne? muss man wirklich sagen. Das ist nicht ganz so solide. Es ist erstmal eine grüne Tageskerze, Wir stehen deutlich höher als die letzten zwei Tage. Aber so richtig hübsch ist es auch nicht, ne? Also ich sag mal, wenn da jetzt ein kleiner Kerzenkörper daneben kommt, ein roter. Mit Tagesschluss unter 2,50 ist das schon direkt wieder ein Short-Signal. Na, also, hm, ist jetzt nicht so dolle überzeugend. sieht nicht so aus wie sowas hier. Ja, das ist eher bullish oder auch die Kerze danach. Oder die oder die oder die. Sind alles bullige Kerzen. Selbst die hier ist bullig. Na, aber das hier, hm, ist noch sehr unsicher. Okay, gut. Dann würde ich sagen, lassen wir es dabei. Ähm, ja, lassen wir es dabei. Denkebotschaft ist angekommen. Wichtigen Bereicher. Ich persönlich könnte mir gut vorstellen, dass wir hier unten jetzt rausarbeiten. Ja. Aber wie gesagt, ist mir auch egal. Wenn der über 350er oben arbeitet zum Morgen gucke ich mir die 600 an, versuche da vielleicht den einen oder anderen Long mit reinzusetzen. Fertig. Thema erledigt. Ich mache aus, wünsche euch viel Glück und Erfolg. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.